Götzi, wohl einen herzlichen guten Morgen heute an diesem Samstag, den 30. April, zu Reinis Zeitgedanken und natürlich am Vormittag wieder mit Losung und Lehrtext. Wir haben am Eingang wieder ein Bild gesehen, das wir kennen, das Motiv des guten Hirtens, und das spielt auch wieder heute in den Texten eine Rolle, aber es geht um weit mehr, wie wir sehen werden. Und wer sich fragt, was das für eine Landschaft hinter mir ist, das ist ein Baggersee in der Nähe von Feldkirch, gar nicht weit weg von uns. Da kann man mit dem Velo sehr gut hinfahren, ihn erreichen, und dort bin ich gestern gewesen. Schauen wir doch mal zu den Texten, die heute auch wieder interessant sind. Da heißt es: Der Herr sprach zu Mose, du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Diese Antwort ist notwendig, weil Mose fast den Mut, die Hoffnung verloren hat. Er kam ja zurück vom Berg Sinai, hat gesehen, dass sie sich ein goldenes Kalb, ein goldenes Stierbild geschaffen haben und einen eigenen Gott geschaffen haben. Und nun hat er fast keinen Mut mehr und keine Zuversicht mehr, dieses Volk weiterzuführen. Und er bittet Gott, dass er mitziehen möge. Er würde sonst nicht weiterziehen ohne Gott. Läuft nichts mehr, stellt auch Mose fest, und da bittet er ihn, dass wenigstens sein Angesicht mitzieht, und er will dann natürlich auch noch mehr, er wollte dann auch gern noch Gott sehen, das wird ihm verwehrt, aber Gott sagt ihm ganz klar, du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Er macht nochmal deutlich, dass Gott wirklich mitzieht und dass sein Angesicht mitreißt, sodass die Anwesenheit Gottes garantiert ist, und das gibt Mose wieder Hoffnung und gibt Mose wieder Kraft, weiterzuziehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es uns manchmal ähnlich geht, dass wir sagen, ja, wir haben keine Kraft mehr, wir sind am Ende, wenn es Gott nicht richtet, dann habe ich auch keine Lust mehr. Und dieser Zuspruch, den hier Mose erfährt, den möchte ich uns allen an diesem Tag mitgeben und sagen, es ist immer wieder möglich, neu aufzubrechen, es ist immer wieder möglich, auch neu die Zukunft zu sehen und Hoffnung im Herzen zu haben, wenn Gott dabei ist. Und das ist das Wichtigste, was wir sicherlich auch uns ins Herz schreiben dürfen. Ohne Gott geht nichts. Ich habe Verschiedenes gesehen. Ich habe gestern einen Film gesehen von einem Homöopathen, der gewisse Sachen aus dem Körper ausleiten wollte, es nicht konnte. Und dann es erst gelungen ist, als diese Person, die diese Ausleitung haben wollte, bitter bereut hat, sich zu Gott oder an Gott gewendet hat und ihn gebeten hat, dass er ihr helfen möge, und dass dann am Ende sie auch bereit war, vollkommen ihr Leben umzustellen. Und da sehen wir, das ist das Wichtigste, was wir im Leben brauchen. Wir müssen tatsächlich allen Sicherheitshalt im Leben auch bereit sein, aufzugeben und uns ganz auf Gott einzulassen. Das ist gefordert. Erst dann werden wir Besserung, werden wir Hilfe erfahren. Und hier erfährt es Mose in einer Situation, wo er eigentlich überhaupt keine Hoffnung mehr hatte und aufgeben wollte. Und da plötzlich sagt ihm Gott zu, ja, ich bin dabei, ich ziehe mit. Aber Mose hat sich, wie gesagt, bittend, flehend an Gott gewandt. Und wenn wir das nicht schaffen, dann sieht unsere Zukunft auch wirklich nicht rosig aus. Aber es ist ja so einfach, und jetzt kommt das Zweite dazu, was hier im Johannes steht, nämlich in dem Kapitel des guten Hirtens. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Gott ist ein guter Hirte, das ist jemand, der sich für uns einsetzt, der uns alles eigentlich ans Leben gibt, der uns stärkt, der uns in den schwierigen Situationen begleitet und beschützt. Gott ist einer, der es gut meint, und so ist es doch gar nicht so schwer, sich auf ihn einzulassen. Und wenn man sich auf ihn einlässt und wenn man diesen guten Hirten dann auch vertraut, dann wird man sehen, dass Unmögliches möglich wird. Und hier auch wieder die Unterstreichung, er kennt uns. Und natürlich hier in diesem Bild auch, ja, die Rückversicherung, sie kennen auch mich. Also hier wieder die indirekte Aufforderung, dass wir mit ihm auch im Kontakt stehen und dass wir ihn kennen dürfen und kennen müssen, um dass unser Leben gelingt. Und deshalb kann ich wieder immer nur ans Herz legen, sich mit diesem Glauben, mit diesem Gott zu beschäftigen. Er ist der Schlüssel
für den Ausweg aus einer ganz, ganz schwierigen Situation, in der wir uns heute auch befinden. Und er macht es möglich, dass wir wie Mose nicht alle Hoffnungen begraben, den Mut wegschmeißen müssen, sondern dass wir plötzlich spüren, ja, Gott sagt zu, er geht mit uns in die Zukunft und er wird uns in dieser schwierigen Situation nicht nur begleiten, sondern aus ihr herausführen. Und das hat Mose ja dann dort auch am Berg Sinai erleben dürfen. So hoffe ich, dass wir diese Erfahrung heute auch irgendwo machen dürfen, dass wir uns vielleicht neu zu Gott wenden, dass wir ihn entdecken, dass wir ihn auch kennenlernen. Er lässt sich kennen, und wenn jemand fragt, ja, wie geht denn das, dann kann ich nur sagen, wir haben ein großes Buch, in dem man selbst lesen kann, und es gibt viele Menschen, die sich über dieses Thema gern unterhalten und natürlich auch gemeinsam zusammenkommen, um zu fragen, was Gottes Wille ist. Und da gibt es ja die Möglichkeit, sich zu zweit oder zu dritt auch zusammenzufinden und sich auf die Suche zu machen. Und dazu wünsche ich ganz, ganz viel Kraft und auch Erfolg. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ja, ich gucke noch einmal auf den Chat und möchte ganz, ganz herzlich danken. Berlin 65 hatte dann auch noch ein Dankeschön geschrieben. Das geht natürlich auch zurück, habe ich im letzten Stream dann nicht mehr beantworten können, weil schon der Abspann lief. Und auch Sommer 2018 ins Prättigau ganz, ganz herzliche und liebe Grüße. Wir haben ja heute so ein wenig Regenwetter, aber wir sehen ja, es gibt immer wieder Tage, die sind eigentlich ganz schön, und das Bild im Hintergrund von meinem Stream verrät uns eigentlich, dass es so viele schöne Fleckchen Erde gibt, wo wir auftanken können, wo wir wieder Kraft schöpfen können, wo wir uns auch in der Stille und in der Schönheit an Gott wenden können. Wir wissen, dass es dazu gar nicht viel braucht, sondern einfach ein Raum oder ein Ort, wo wir ein bisschen für uns sind, wo wir ein bisschen wirklich mit ihm allein reden können. Und da komme ich noch mal ganz kurz auf die Losung zurück. Mose hatte ja dann so ein Offenbarungszelt aufgestellt. Dort wurde er oder ging er immer alleine hinein und hat dann mit Gott Kontakt aufgenommen. Und da dieses Offenbarungszelt wurde sogar bewacht. Das heißt also, wenn man mit Gott redet, wenn man mit Gott ins Gespräch kommt, dann ist es wichtig, dass man auch ungestört ist und dass man seinen Ort hat, seine Umgebung und seine Ruhe finden kann. Und dieser Ort, den hatte ich jetzt gestern auch ein Stückchen gefunden. Da muss ich sagen, es ist ein herrlicher Ort, der natürlich auch an den Wochenenden dann ziemlich frequentiert sein wird. Und das wird natürlich dann auch so sein, dass es da mit der Ruhe auch ein Stück vorbei ist. Aber wie gesagt, man findet sie im Alltag, und vielleicht finden sie oder findet ihr heute auch solch eine Art Gelegenheit, um in die Stille zu kommen. Passt gut auf euch auf, werdet oder bleibt gesund, und meine größte Bitte ist natürlich, bleibt mit Gott verbunden. In diesem Sinne wünsche ich ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag und vor allem auch ein wenig Ruhe. Auf Wiederloge, euer Reinhard.